Und die Ärmsten wissen nicht, dass sie niemals integriert sein werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einigen, ich weiß nicht, gar nicht mal so lange her, da gab es eine Demonstration in Köln von den Erdogan-Anhängern. Könnt ihr euch erinnern? Da sind 30.000, 40.000 Leute rausgegangen auf die Straße für Erdogan. Und die Sache sieht so aus, dass danach einige Politiker gesagt haben, hier sehen wir Menschen, die nicht integriert wurden in Deutschland. Verstanden oder nicht verstanden? Verstanden oder nicht verstanden? Die Kuffar, sie sagen, wer demokratisch gewählt wurde, das ist gerechtes System. Richtig? Ist bei den Kuffar so. Erdogan wurde demokratisch gewählt, ja oder nein? Dieses Volk hat Erdogan bestätigt. Jetzt sind sie nicht integriert. Warum? Weil Erdogan nicht macht, was die Kuffar wollen. Ganz einfach. Habt ihr die Stimmen der Politiker gehört, die gesagt haben, das sind nicht integrierte Leute? Wir haben in der Integrationspolitik versagt. Ihr habt generell versagt, weil ihr sowieso Versager seid. Das ist die Sache. Nicht mehr und nicht weniger. Demokratisch gewählt heißt, wenn er auch demokratisch gewählt wurde, aber er macht nicht, was wir sagen, dann sind wir nicht mit ihm zufrieden, selbst wenn er demokratisch gewählt wurde, was unsere Religion ist. Also unsere Religion von der Sicht der Kuffar. Aber wenn er auch ein Diktator ist, aber er macht, was wir sagen, sind wir auch zufrieden mit dieser Diktatur. Das sind die Kuffar, nichts anderes. Die Beispiele sind viele. Gaddafi, Mubarak, Zainul Haribin. Diese Leute haben gewütet in ihren Ländern, haben die Muslime unterdrückt, haben ihre Menschen unterdrückt, haben sie verhungern lassen. Hatten die Kuffar ein Problem mit dem? Nein. Aber als sie gemerkt haben, diese Leute halten nicht mehr lange stand, weil die politische Lage das so hergegeben hat, auf einmal waren das Verbrecher, Ungerechte. Sie sind Ungerechte und ihr seid Ungerechte und nichts anderes. Leider denkt man, dass wir dumm sind. Aber Alhamdulillah, Allah hat uns einen Verstand gegeben. Na.